Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde, zur Deutung Ihrer Aprilsterne. Bevor ich jetzt zu Ihrem Zeichen komme, möchte ich Sie noch auf Folgendes hinweisen. Natürlich ist noch das Horoskop, das Sie über unseren Online-Shop beziehen können, ist noch im Sonderpreis da. Und es wurde sehr viel nachgefragt von den einzelnen Leuten, steht da auch was über meine persönliche Liebeskonstellation? Na klar, steht da was über Ihre persönliche Liebeskonstellation. Wichtig dabei ist nur, dass Sie sich die Mühe machen und sich eine genaue Geburtsurzeit besorgen vom Standesamt des Geburtsortes. So über den Daumen gepeiltes, Mama hat gesagt, gegen das und das. Dann können Sie auch nicht genaue Auskünfte bekommen und erwarten. Liebe Wassermänner, hier sind Sie, Ihre Aprilsterne 2019. Ja, kein Aprilscherz, Sie sind wirklich da. Und wie Sie da sind, jawohl, Sie profitieren davon. Jupiter, der Glücksplanet, bestrahlt Sie im harmonischen Aspekt. Sie, das bedeutet natürlich nicht alle, vor allem die dritte Dekade. Die dritte Dekade sind die, die geboren wurden zwischen dem 9. und 19.2. Ja, dann haben wir noch Mars, das Energieprinzip. Das bestrahlt die erste und zweite Dekade. Das sind die, die geboren wurden zwischen dem 21. und 8.2. Mars gibt ihnen Kraft, Dampf, schürt sie an, motiviert sie, Veränderungen vorzunehmen, etwas in Bewegung zu bringen und nicht mehr sich auf Altem auszuruhen. Und da ist natürlich auch Venus dabei. Venus ist sehr verführerisch. Wow. Anfangs geht's ja noch, aber ab letzten Monatsdrittel, ab 21.04. steht sie in einem harmonischen Aspekt, sehr feurig, entlockt ihnen ihr gesamtes Feuer und beim Flirtmarathon sind sie an der Spitze. Immer wieder mit dabei, sie führen ihn an. Man kann sich ihnen auch gar nicht entziehen, ihrem Charme. Sie wollen gesehen werden, sie wollen sehen, sie wollen flirten, sie wollen sich ausprobieren und abtesten, jawohl. Abtesten und abtasten, ja, ich wollte mir da nicht näher drauf eingehen. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, meine Lieben, und im Job sieht es auch gut aus. Und zwar im letzten Monatsdrittel. Dann haben wir sie alle zusammen im letzten Monatsdrittel, nämlich ab 18.04. Wichtige Jobangelegenheiten, Termine, Absprachen. Bitte versuchen Sie, alles so zu drängen, dass es in diese Zeit passt. Nämlich in die letzten Tage des Monats. Ab 18.04. ist ja fast eine ganze Monatshälfte, fast, ich gebe es zu, nicht ganz. Ja, und dann haben wir da noch den Uranus. Der Uranus ist Herrscher Ihres Zeichens, steht jetzt aber in Spannung zu Ihrem Zeichen. Das kann sein, dass Sie etwas ändern wollen, dass Sie so viel Unruhe, von Unruhe durchgetrieben sind und etwas verändern wollen, etwas tun sollen, gar nicht zur Ruhe kommen und gar nicht sich entschließen können, dies oder das zu tun, sondern alles auf einmal wollen. Das geht natürlich nicht gut. Und da könnten Sie mit einem Stier kollidieren. Jawohl, so einem Sturkopf. Und das liegt Ihnen natürlich gar nicht. Aber letztlich gehen Sie immer als Sieger hervor, wenn Sie Ihre Ziele nicht aus dem Auge lassen und nicht darüber reden nur, sondern schön Schritt für Schritt etwas tun, damit Sie die erreichen. Liebe Wassermänner, und hier mein Gedanke an Sie. Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Und damit das Mögliche passiert, muss man zumindest immer auch wieder das Unmögliche mal probieren. Ja, so sieht's aus. Schöner Spruch, schöner Gedanke, finde ich jedenfalls. Ja, meine Lieben, ich freue mich, wenn ich Sie hier wiedersehe im Mai und Ihnen die wundervollen Mai-Sterne. Ja, wundervoll, da denke ich natürlich erstmal an den Sonnenschein im Mai, deuten darf. Sie sind dabei, Sie sind dabei, ich auch.